Wir bauen jetzt hier einen wolfsabweisenden Zaun, einen Elektrofestzaun, 6 Reihen Draht für die Schafe, die wir im Hintergrund hören. Eine Besonderheit hier, was ich natürlich auch sehr gut finde, was auch ein Ziel des Projektes ist, dass wir hier eigentlich einen Zaun bauen, einen wolfsabweisenden Zaun in einem Gebiet, wo es noch kein permanentes Wolfsvorkommen gibt. Und das ist eigentlich, wo wir den Herdenschutz hinbringen wollen, dass der präventiv durchgeführt wird. Und der Tierhalter hat die Fläche in den letzten Tagen schon vorbereitet. Er hat den alten Zaun abgebaut, der hier war, und hat die Zauntrasse für den neuen Zaun ausgemäht und jeglichen Bewuchs entfernt. Und hat auch die Streckenpfähle schon verteilt, alle 6 Meter ungefähr, damit wir die nachher schnell und effektiv rammen können. Also wir fangen an natürlich mit einem Pfahl, idealerweise einem Eckpfahl, das ist jetzt ein Streckenpfahl, weil die Eckpfähle schon verbaut sind. Dann haben wir den elektrischen Leiter, das ist ein 2,5 mm Rad mit Alu-Zink-Legierung, hochleitfähig, also da kriegt man richtig Strom drauf. Das ist ein Zugisolator, in diesem Fall aus Porzellan, die gibt es auch aus Kunststoff. Die werden an den Eckpfahl geknotet mit Draht. Diese Temperaturausgleichsfeder, die hält den Draht stramm, also immer auf Spannung. Dann kommt der sogenannte rotierende Spanner. Da wird der Draht quasi aufgewickelt mit einem Spannbügel, um den rotierenden Spanner zu drehen. Dann kommt ein W-Isolator. An jeden Streckenpfahl 6 Stück, weil wir bauen ja 6-reihig, angeschraubt mit 2 Spackschrauben. Und an jeden Eckpfahl kommt ein sogenannter Eckisolator. Diese Rolle wird mit dem Draht an den Pfahl auch wieder angeknotet. Drahtverbindungsschraube. Diese Verbindungen stellen halt sicher, dass jeder Draht Strom kriegt. Und ein doppelt isoliertes Erdkabel, um die Spannstrecken miteinander zu verbinden, damit der Strom fließt. Dann kommt das Weidezaungerät inklusive Anschlusskabel für die Erdung und für den Zaunanschluss. Das sind die Erdpfähle, die an das Weidezaungerät kommen, weil ohne Erdung kein Stromfluss. Genau, dann haben wir noch Werkzeug, eine Zaunbauzange, um den Draht abzuknipsen, Akkuschrauber, um die Isolatoren anzuschrauben. Die Fläche muss vorbereitet sein, Material muss da sein. Wir brauchen Personal, um es zu bauen. Wir sind jetzt hier zu 6 plus einen Zaunbauer, der mit dem Traktor die Pfahlramme bedient. Die Höhen vom Boden 20, 40, 60, 80, 100, 120 cm. Laut Förderrichtlinie reicht eigentlich bei einem Elektrozaun 90 cm Höhe, weil der Wolf in erster Linie erstmal versucht, unten durchzukommen. Deswegen ist der sogenannte Untergrabeschutz so wichtig. Das ist der erste stromführende Leiter in 20 cm vom Boden. Wenn er dann mit seiner feuchten Nase ein Gewicht kriegt, ist eigentlich der Lerneffekt so, aua, das tut weh, da gehe ich nicht hin. Dann werden die Zugisolatoren angeknotet. An den Pfahl knoten wir mit Draht diesen Zugisolator an. Das ist markiert auf den Höhen. An den Ecken werden die Eckisolatoren mit Draht eingeknotet. Das ist viel Handarbeit, das heißt, wird mit der Hand angeknotet mit dem Draht am Eckpfahl und dann wird die Rolle eingeknotet. Man braucht ein bisschen Kraft und Technik und vor allem viel, viel Übung. Dann wird der erste Draht gezogen pro Spannstrecke, damit man die Flucht hat für die Streckenpfähle, die mit der Pfahlramme gerammt werden.
kommt Leonie mit dem zweiten Draht und der wird jetzt in den zweiten Isolator eingeknotet und fertig. Der Patrick schraubt jetzt mit dem Akkuschrauber die W-Isolatoren an, die die Drahthöhen an den Streckenpfosten halten. Erst mit einer Schraube, um den Isolator beweglich zu halten, wenn dann nachher der Draht reingespannt wird. Und dann wird die zweite Schraube festgeschraubt. Wir schaffen Verbindungen, dadurch, dass wir zusammen mit den Tierhaltern das hier bauen. Man rackert zusammen von minus 8 Grad bis 40 Grad. Man schafft etwas. Wenn wir samstags einen Zaun irgendwo bauen, dann kommt immer das halbe Dorf vorbei und guckt sich das an. Was ist denn das, ein Wolfszaun? Dann sag ich mal, ja, ein ganz normaler Weidezaun letztlich. Einmal die Hütewirkung, die Hütesicherheit, die wurfsabweisende Wirkung, aber auch die Wirkung in den Köpfen der Leute. Ach, das funktioniert ja. Das sieht auch noch gut aus. Das ist ja gar keine Landschaftsverschandelung. Dann kommt der sogenannte rotierende Spanner. Da wird der Draht quasi aufgewickelt mit einem Werkzeug und die Feder hält das Ganze dann stramm zusammen mit diesem Spanner. Diese senkrechte Verbindung, dass auf jedem waagerechten Leiter Strom ist. Und wir wollen ja dann den Strom auf allen Drähten haben und nicht nur an denen, wo das Zaunanschlusskabel ist. Und diese Verbindungen stellen halt sicher, dass das überall der Fall ist. Der Draht quasi zwischen den beiden Unterlegscheiben und dann die Schraube hält das Ganze zusammen. Hier haben wir jetzt ein Erdkabel an den Zaun angeschlossen. Das Erdkabel haben wir in den Graben verlegt, den wir aufgebuddelt haben. Und dieses Erdkabel stellt halt sicher, dass der Strom unter dem Weidetor hindurchgeführt wird auf die andere Seite des Zaunes. Das wird an der Drahtverbindungsschraube der Verbindung einfach mit angeschraubt. Wichtig ist, das ist ein doppelt geschirmtes Kabel, damit keine Feuchtigkeit in das Kabel gerät und kein Strom aus dem Kabel abgeleitet wird. Olli und Eike haben jetzt die Torsicherung vorgenommen, Elektrifizierungsset oben und unten, oben gegenüber Klettern als Überkletterschutz, dass der Wolf also nicht auf die Idee kommt, am Tor hochzuklettern. Und der Untergrabeschutz, 20 cm über Boden, das gilt als Untergrabeschutz, weil der Wolf da mit der Schnauze eingewischt kriegt. Normalerweise braucht man 3 Erdpfähle, a 1,50 bis 2 Meter, je nach Bodenbeschaffenheit. So, als letzter Schritt wird jetzt die Elektrifizierung vorgenommen. Das heißt, das Weidezaungerät wird verbaut in einem diebstahlsicheren Gehäuse. Das Gehäuse steht unter Strom, kann nur mit einem isolierten Schlüssel geöffnet werden. Da drin befindet sich dann die Batterie, das Weidezaungerät, das die Stromimpulse gibt und obendrauf kommt ein Solarpanel. An Wegen müssen alle 60 Meter solche Warnschilder, Achtung Elektrozaun, hängen. Der Wolf wurde ja nicht ausgesetzt, sondern er ist von selbst gekommen und er war hier schon vorher und er gehört hier auch irgendwie dazu, auch in diese Landschaft. Und das ist halt eine gute Maßnahme für Schafhalter, mit ihm zurechtzukommen.